Hallo Kinder, heute möchte ich euch etwas über Schulwandkarten erzählen. Als die Kinder vor 100 Jahren oder vor 90 oder 80 oder 70 Jahren, also vor langer Zeit, zu unserer Schule gingen, gab es noch keinen Fernseher und auch die Schulbücher, die die Kinder hatten, dort waren selten große bunte Bilder drin. Und wenn der Lehrer oder die Lehrerin mit den Kindern über etwas sprechen wollte, dann konnte man sich in der Schule eben das nicht so groß angucken und dafür brauchte es große Bilder und die waren auf Schulwandkarten drauf. Jeder Klassenraum hatte einen Kartenständer und an dem Kartenständer war solch eine Schulwandkarte zum Beispiel, also dieses ist eine für ein erstes, zweites Schuljahr, die konnte man daran aufhängen. Und ihr seht, die Schulwandkarten waren dann schön groß. Die Kinder konnten von Weitem, auch von ihren letzten Plätzen, die ganz hinten gesessen haben, sehen, worüber gesprochen wurde. Und solche Schulwandkarten haben wir noch ganz viele in der Schule und die sind zum Teil tatsächlich fast 100 Jahre alt. Auf dieser Schulwandkarte hier für das erste Schuljahr gedacht, geht es darum, dass die Kinder damals im Sachunterricht oder Heimatkunde nannte man das, über die Jahreszeiten gesprochen haben. Und ihr seht hier, das ist ein Winterbild von der Schulwandkarte. Und zu der Zeit, als diese Schulwandkarte gemalt worden ist, so ungefähr vor 70 Jahren um den Dreh rum, dort passierte es noch ganz häufig, dass man auf der Straße Pferdefuhrwerke sah und Autos waren noch gar nicht so oft, denn als unsere Schule gegründet worden ist, gab es noch keine Autos oder ganz, ganz wenige. Und die Menschen mussten praktisch mit dem Pferdewagen, wenn sie nicht zu Fuß laufen wollten, oder mit der Postkutsche sich transportieren lassen. Ihr seht auf der Schulwandkarte hier, wie die Kinder auch damals angezogen waren und wie das ausgesehen hat, so ungefähr in den 50er Jahren, also vor 70 Jahren. Auch ich selber, als ich klein gewesen bin, habe erst mit 10 Jahren Fernseh gucken können. Meine Eltern hatten keinen Fernseher, in der Nachbarschaft wohnten meine Großeltern hatten ein Fernsehgerät und manchmal durften wir bei besonderen Gelegenheiten mal zur Oma oder zur Opa rübergehen und durften Fernseh gucken. Zum Beispiel 1966 durfte ich das zum ersten Mal. Und das war was ganz Besonderes, weil 1966 Deutschland gegen England in der Fußballweltmeisterschaft im Endspiel stand. Das war mein erstes Erlebnis im Fernsehen. Deutschland hat dann leider verloren. Und ein paar Jahre später, dann war ich so ungefähr 13, 14 Jahre alt, bekamen wir dann selber auch einen Fernseher, aber man guckte lange, lange noch schwarz-weiß, bis irgendwann dann mal das Farbfernsehen erfunden wurde. Jetzt wisst ihr, wofür die Schulwandkarten gut da waren. Die waren da, weil man eben keine Fernseher oder große andere Geräte hatte, um Bilder an die Wand zu werfen. Tschüss!